Hallo, ich bin's Carsten Stahl und ich war heute hier mit vielen, vielen Menschen zusammen, die alle mit uns zusammen ein Zeichen gegen Missbrauch von Kindern setzen wollen, aber auch zum Schutz gegen jegliche andere Gefahren wie Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteile. Aber vor allen Dingen das Thema Missbrauch hat uns alle ziemlich aufgewühlt heute hier, wo wir gesprochen haben. Und ja, ich habe neben mir jemanden, den ihr vielleicht auf meinen Seiten schon gesehen habt. Das ist der Marcel. Und der Marcel ist Holländer. Ja, also nimmt ein bisschen Rücksicht, dass er vielleicht der ein oder andere nicht ganz genau mitkriegt, was er erzählt. Denn die Holländer reden ja immer so ein bisschen etwas anders. Mhm. Das ist ein Holländer. Und, aber was der Marcel macht mit seiner Frau, und das schon seit Jahren, ist sich gegen Missbrauch einsetzen, weil sie in ihrer eigenen Familie dieses Schicksal hatten. Und das wollen wir jetzt auch gar nicht weiter aussprechen. Es geht darum, du kämpfst mit Kampf gegen Missbrauch in Holland. Du hast einiges geschafft und er und auch ich haben in Deutschland Strafanzeige gegen das Handbuch für Pädophile gestellt. Ich habe darüber schon immer wieder geredet. Ich habe euch gesagt, das ist ein Riesenhandbuch mit über 1000 Seiten, wo ja jeder Buchstabe für etwas steht, wo pädophile Menschen anderen, die vielleicht jetzt erst anfangen, erklären, wie sie es richtig machen können, ohne geschnappt zu werden. Wie ein Frühwarnsystem für Pädophile, die untereinander sich vernetzen im Darknet und sich gegenseitig unterstützen. Weder der Besitz, weder das Runterladen, weder das Hochladen, weder das Weiterleiten ist bisher strafbar. 1000 Seiten. Die schlimmste Sache ist darunter zum Beispiel, dass eine Hand abgebildet und zeigt, wie tief kann man in ein Kind eindringen, ohne Spuren zu hinterlassen. Und der DNA, wie kann man seine DNA so nicht platzieren oder dass sie nicht gefunden wird. Und wann ist die beste Jagdsaison, wann man ein Kind am besten entführen kann. Und zwar jetzt, im Sommer, Hochsaison, ist die schlimmste. Genau. Und dieses Besitz, dieses Handbuch, ist schon schlimm. Und Marcel hat es geschafft. In Holland verboten. Deswegen, die sprechen nicht nur besser wie wir, die haben auch mehr Verstand. Denn sie haben es geschafft, das zu verboten. Denn bei uns in Deutschland will man es doch nicht mal drüber reden. Und ein Pädophilenverein haben ihn verboten. Oh, das haben sie auch. Gut, da arbeiten wir ja kräftig dran. Und du weißt, ich unterstütze dich, was ich wie kann. Und jetzt möchte ich euch, weil ich kann das natürlich nicht besitzen, ich will es auch gar nicht besitzen, aber jetzt hier für euch zeigen wir euch, wie dick dieses Handbuch, was digital im Netz ist, mit all diesen Tipps ist. Denn Marcel hat es hier. Schaut es euch an. Ein. Zwei, drei, vier volle Ordner, 1000 Seiten. Und ich erspare euch einfach, um auch nicht die Verbreitung hier damit zu fördern, einfach was da so drin ist. Ich habe da mal reingeguckt und mir ist schlecht geworden. Ich kann euch bloß sagen, das ist eine gewaltige Gefahr, die da auf unsere Kinder ausgeübt wird. Und wenn ich das hier sehe, wird mir schlecht. Und jeder, der in Deutschland oder weltweit Kindesmissbrauch verharmlost, macht sich mitschuldig. Und jede Politik, die sich da immer noch versteckt und nicht eingreift, macht sich schuldig. Schützt endlich unsere Kinder und nicht die Täter. Und für alle Täter da draußen oder anders, für alle Menschen, die merken, sie haben diese Krankheit und sich helfen lassen und nicht zum Täter werden, das ist vorbildlich. Aber für alle Täter da draußen, und du wirst ja von dem einen oder anderen auch dumm angemacht, angeschrieben, sogar teilweise bedroht. Glaubt mir, wir werden nicht schweigen, wir werden nicht stoppen und wir werden sowas nicht akzeptieren. Wir werden Gesetze erschaffen und wir werden sowas verbieten. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob es immer noch so gibt. Wir werden es nie hundertprozentig stoppen können, aber ihr werdet nicht mehr so sicher sein wie jetzt. Unsere Kinder sind das Wichtigste auf dieser Welt und nicht eine Krankheit, die ihr nicht an andere auslassen dürft. Egal, was euch mal passiert ist und euch dazu bringt. Die Kinder sind das Wichtigste, unser wichtigstes Gut. Und wer Kindern etwas antut, verwirkt sein Recht auf Freiheit. Verwirkt sein Recht, im Endeffekt Mensch zu sein. Wer Kindern wehtut, ist kein Mensch, sondern ein Monster. Und deshalb danke ich dir, deiner Frau, für deine jahrelange Arbeit. Und wer immer diesen Scheiß hier über die Jahre ins Netz gesetzt hat, meine Menschlichkeit verbietet mir die Worte, dir zu sagen oder euch zu sagen, was ich von euch halte. Aber vielleicht kommt er ja mal auf eine Armlänge ran und dann unterhalten wir uns mal. Mich würde es freuen.
Ob es euch freut, weiß ich nicht. Und das war einfach nur auf Form des Respekts gemeint. Ich will euch zeigen, dass niemand das Recht hat, ein Kind zu missbrauchen. Und wisst ihr besser, ihr geht mit mir ins Gespräch und lernt vielleicht, dass das falsch ist, als dass er vielleicht mal in den Knast kommt und vielleicht den einen oder anderen kennenlernt, der euch das vielleicht auf eine andere Weise zeigt, wie es ist, ein Opfer zu sein von Missbrauch. Ihr habt die Wahl. Lasst unsere Kinder in Ruhe. So ist. Danke. Und jetzt denkt mal alle drüber nach, was jeder von euch dafür mittun kann. Und wer Missbrauch verharmlost, macht sich mitschuldig. So ist. Null Toleranz bei Gewalt und Missbrauch gegen Kinder. Danke.